Tabea, grundsätzlich. Was ist das aus Ihrer Sicht? Warum hat das, weil wir jetzt schon bei den Deutschen ohnehin sind, warum hat das nicht funktioniert? Ich sag mal so, als Spielerin oder so bewerte ich oder sehe ich einen Coach als richtig guten Coach. Wenn ich, das System kann noch so gut sein, aber wenn ich die Charaktere für die unterschiedlichsten Positionen nicht habe und wenn die dann auch nicht miteinander harmonieren und die jeweiligen Schnittstellen füllen, dann kann das System, wie gesagt, noch so gut sein. Und das ist halt auch die Sache. Ne? Deswegen bin ich auch super Fan von den Italienern. Das sind Charaktere, das sind Typen. Das ist lang ganz, ganz großer Schrei in Deutschland. Wir suchen die Typen, wir haben die Führungsspieler nicht mehr so. Sowohl im Männerfußball wie auch im Frauenfußball. Aber die muss man auch heranführen. Die muss man auch den Raum geben und sich quasi auch die Freiheit nehmen zu dürfen, um wirklich zu Persönlichkeiten, zu Inspirationen heranzuwachsen. Ich als Laie, wirklich so, der von Fußball kaum Ahnung hat, von außen, also ich frage mich immer, so ein Nationaltrainer, hat der die Chance, das wirklich zu tun? Bei Leuten, die ja in erster Linie in Vereinen spielen. Wann hat der die Zeit, die wirklich an so ein System heranzuführen, sie aufzubauen, sie zu entwickeln? Nein, Systeme können die alle spielen. Das ist ja nicht so, dass die Mannschaft von einer Dreierkette überfordert war. Das spielen die bei Bayern, haben die das auch im Wechsel mal gespielt, auch mal eine Dreierkette. Nur du hast Spieler, die ihre Stärken haben. Auf bestimmten Positionen. Auf bestimmten Positionen, die dann auch ein System ergeben. Mhm. Wenn du aber das System veränderst und Spieler auf Positionen stellst, die, in denen sie sich nicht so wohlfühlen, beziehungsweise du nimmst deren Stärke und tust sie irgendwo hin, wo sie verpufft, und die, genau diese Stärke fehlt dir im Zentrum. Und das, deswegen, das ist nicht eine Systemkatastrophe, sondern ein Nationaltrainer hat die Chance, sich alle Spieler zu holen, die es gibt. Und daraus dann ein funktionierendes Gebilde zu machen. Um es mal ganz konkret zu machen, wer hat sozusagen positionsfremd gespielt, so nenne ich es jetzt mal? Ich muss ehrlich sagen, diese Diskussion finde ich zu, können wir gerne machen. Marcel hat es ja eben schon angedeutet, Kimmich gehört vor die Abwehr, der ist rechts, vor allem in der Fünferkette macht das keinen Sinn. Müller statt rechts, links, gehört hinter eine Spitze, diese Spitze haben wir aber eigentlich gar nicht. Dann haben wir keinen Sechser vor der Abwehr. Der berühmte Sechser. Wenn Kimmich rechts spielt, dann machen wir es eben so. Also, aber ich muss ehrlich sagen, dass Toni Kroos, weil ich den gerade da hinten sehe? Naja, Toni Kroos und Gündogan zum Beispiel spielt quasi hinter einer Spitze fast. Fängt immer so ein bisschen im Mittelfeld an in Man City und hat die meisten Tore geschossen. Ja. Und hier muss er plötzlich zurückspielen wieder. Er spielt wie ein Sechser, so. der nicht ist, und Toni Kroos ist auch kein Sechser. Und du möchtest Wadenbeißer haben aus Gündogan und Kroos. Das musst du mir vormachen. Aber es geht um was anderes. Für mich geht es national. Trainer, mir wird jetzt öfters die Frage gestellt, wenn jetzt Hansi Flick kommt, was macht er anders? Das an einem Nationaltrainer festzumachen, das ist für mich albern. Also es ist natürlich klar, ein Nationaltrainer wie Hansi Flick und auch Jogi Löw vorher, der kann sich die Spieler aussuchen, die da sind. Er kann eine Grundordnung wählen oder eine andere Grundordnung, er kann in ein Spiel eingreifen oder nicht. Über all diese Dinge kann man zigmal diskutieren, wen spielt er, wen benutzt er, wen nicht. Aber eine Nationalmannschaft ist immer auch ein Teil der Fußballkultur, die wir in dem Land praktizieren. Also alles am Nationaltrainer festzumachen geht nicht. Ich habe genug den Jogi Löw kritisiert. Ich finde, dass er sich viel zu wenig an vielen Dingen beteiligt hat. Was ist denn heute los mit Ihnen, Herr Lien? Sie sind so zurückhaltend. Nein, ich bin nicht zurückhaltend. Ich möchte es nur auf den Punkt bringen, weil das bringt uns nicht weiter. Wir gucken, wenn wir, früher war das so. Wenn wir was gewonnen haben, ging es immer weiter. Und dann hat die ganze Welt gesagt, die Deutschen gewinnen, aber die spielen aber schlecht. So, 2018 haben wir nichts gewonnen, ne? Ja, nein. War das so eine Sollbruchstelle, die wir verpasst haben? Ja, aber wir haben dann angefangen, eine Fußballkultur zu implementieren, wo alle Beifall klatschen. Dann haben wir auch mal etwas gewonnen, nämlich die WM in Brasilien. Aber wir haben in der Zeit eine Fußballkultur entwickelt, die mir überhaupt nicht mehr gefällt. Wir haben bestimmte Positionen nicht mehr. Die Außenverteidiger, so wie heute, wie du sie bei den Engländern gesehen hast, die gibt es bei uns nicht mehr. Die rauf und runter rennen, sauschnell sind, jeden Zweikampf gewinnen, vorne eine Flanke reinschlagen und hinten das Ding ablaufen. Da musst du denen
ein Motorrad geben. Wir haben keinen Sechser. Wir haben keine Sechser mehr ausgebildet. Wir haben lange Zeit gar keine Innenverteidiger ausgebildet, die wirklich, die nicht nur vom Spielaufbau kommen. Okay. Wir wollten nur noch schön Fußball spielen. Wo ist ein Mittelstürmer? Jeder hat einen Mittelstürmer. Benzema, Kane, Immobile, auch wenn Paulsen, auch wenn sie nicht alle technisch so überragend sind. Aber wir haben keinen einzigen Mittelstürmer mehr produziert. Und die paar Außenstürmer, die wir haben, die stellen wir nicht auf, weil wir dann in der Dreierkette spielen. Also ich möchte das nicht alles an einem Nationaltrainer. Aber Sie kommen langsam auf Betriebstemperatur. Ich merke das. Nein, aber es ist so, es hat was mit der Fußballkultur zu tun. Okay. Und die Fußballkultur hat dazu geführt, die wir jetzt implementiert haben, auch in den Nachwuchsleistungszentren, dass wir diese Persönlichkeiten nicht mehr haben. Dass wir bestimmte Positionen nicht haben. Tabea nickt. Ja, auf jeden Fall. Ich kann es bestätigen. Ich sehe es sowohl auch jetzt gerade aus meinen persönlichen Erfahrungen im Frauenfußballbereich, dass es wirklich schwierig ist. Ich meine, ich bin mit 14 an so eine Sportschule gegangen. Auch noch anhand des Führungsstils. Leadership ist noch gar kein Thema gewesen. Anhand der Trainingsphilosophie, die halt jetzt nicht mehr zeitgemäß ist. Gut, es war in Potsdam noch mal eine andere Thematik. Aber wirklich durch die, woraus habe ich wirklich mein alles draus gezogen? Das war die Internationalität, ne? Mich mit dem internationalen Fußballgeschäft zu messen. Deswegen bin ich den Schritt nach England gegangen, weil ich in Deutschland so diese Weiterentwicklung nicht mehr gesehen habe. Und ich habe nur eine Kürze der Zeit, zu sagen, ich gehe jetzt nach England. Und das ist diese Fußballkultur, gehe ich zu 100% mit, ist eine andere. Wir sind eher so mehr mit dem bedient, der erstmal allem Neuen gegenüber ein bisschen skeptisch zu sein. Wir sind tierisch erfolgsverwöhnt. Mhm. Und ich habe da auch das Gefühl, man ist müde, was den Fußball angeht. Und die Spieler, wenn ich mir vorstelle, das habe ich auch schon öfters gesagt, dass man mich mit 14 Jahren in ein Nachwuchsleistungszentrum gestellt hätte, ich mein Elternhaus verlasse, nach Leipzig, Bremen, Dortmund fahre, dann da einen Tagesablauf habe, wo ich mich anschließend frage, tickst du noch ganz sauber, was machst du überhaupt? Wo du keine Freunde mehr, du trainierst nur noch, wir trainieren die Leute kaputt. Der Spaß am Fußball geht verloren. Okay. So, aber ist das nicht genau dein, also ja, ist genau, mein genau Thema. Dein, ja. auch dein Weg gewesen? Also bist du nicht mit 14 von zu Hause weg? Lass mich das noch mal kurz sagen. Also ich, sag ja nur. Ich glaube ganz einfach, dass wir es so gründlich machen wollten, dass wir vielen den Spaß nehmen. Dass Leute, die mit 18 oder 20 dann im Profifußball sind, dass sie schon 5, 6 Jahre eine Karriere hinter sich haben, wo ich mich frage, wo ist die Jugend geblieben und wo bleibt die Persönlichkeitsentwicklung? Und dann möchte ich noch einen Satz dazu sagen. Aber dann ist das ja Nachwuchsförderung, ne? Die machen wir dann ja offensichtlich zu gründlich? Oder was ist das Problem? Naja, geht die Leichtigkeit verloren? Ja, was ist genau, das? Die Leichtigkeit geht verloren, der Spielwitz geht verloren. Und wirklich diese Dynamik, man fängt ja jetzt mehr oder weniger an, multisportiv wieder, also über den Tellerrand zu schauen. Okay, wie kann ich halt irgendwie vom Judo was lernen? Wie kann ich was vom Eishockey lernen? Also, dass man sportartübergreifend trainiert, seine Erfahrungen sammelt, um auch mal wieder so ein bisschen diese Dynamiken aufzugreifen und halt nicht, ich habe es bei Arsenal miterleben dürfen an der Fußball Academy, weil ich teils mit denen in der Reha trainiert habe, die werden mit 14 wirklich voll da in diese Bubble gesteckt und es gibt nichts anderes als Fußball. Und das war echt erschreckend. Also das ist, mich wundert es nicht, dass man wirklich, dir wird alles hinterhergetragen, du musst nichts machen, du musst einfach nur Fußball spielen, du bist vergöttert. Aber das ist doch wortgleich die Aussage von Mehmet Scholl von vor 3, 4 Jahren. Wirklich? Exakt das hat er damals in der ARD gesagt und ist in einen sensationell großen Shitstorm gelaufen. Weil er respektlos den Leuten gegenüber entgegentritt. Das ist respektlos, wie er das gesagt hat. Ja, aber er hat fast wortgleich gesagt wie du, Ewald. Und ja gut, aber ich versuche nicht, die halbe Welt zu beleidigen dabei. Es ist doch aber auch so, wir haben ja diese sonderbare Sehnsucht in Deutschland nach Typen. Das ist ja mal das Wort, die Typen fehlen. So, dann kommt immer Jörg Böhme und Ansgar Brinkmann, der weiße Brasilianer. Und dann sind wir wieder ganz tief in den 90ern. Aber es ist ja irgendwas Wahres dran, dass es in Deutschland nicht richtig funktioniert, wenn wir uns nach dem Portugal-Spiel über Tage an Robin Gosens hochgezogen haben, der eben kein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen hat, der in Holland ausgebildet wurde, der nach Italien geht, der den Umweg gesucht hat und der eben einer dieser Typen, also so ein Polly 2.0 ist. Der demütig und bescheiden ist und dankbar auch für diese Situation. Das ist, der eben auch mal andere Wege geht, sowohl medial, wenn du dir die Doku anguckst, oder eben auf dem Platz, weil er eben nicht genau weiß, wo er zu jeder Sekunde im Spiel zu stehen hat und zu laufen hat. Sieht Marcel Reif genauso? Ja, das ist nur nicht jetzt das Kind mit dem Bade ausschütten. Also alle Nachwuchsleistungszentren abschaffen, ist nicht der Weg. Nur was wird dort
ausgebildet? Von welchem Alter an macht es Sinn, Leute zusammenzuholen? Und B, es muss noch Platz sein für auch für eine große Karriere. Das ist die Kunst dann eines Nationaltrainers und auch von Vereinstrainern, zu gucken, nicht nur nach einem Schema F und nach Listen, wo ich Kreuzchen mache, was kann der und wo ist dessen Individualität, kann ich nicht gebrauchen, ist mir alles verdächtig. Ich brauche Typen, die funktionieren. Das ist das, was falsch ausgebildet wurde. Und Positionen einfach wegtrainiert. Es geht ja nicht darum, NLZs abzuschaffen, sondern sich die Frage zu stellen, warum funktioniert es nicht und was kann man und muss man besser machen. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass wir es übertreiben. Das Zweite ist, dass ich glaube, dass viele dieser Jugendlichen, die in den NLZs sind, zu früh groß werden. Ja. Sie werden überfordert, aber sie haben sofort, wenn sie irgendwie ein Talent haben, sofort eine Armee von Beratern an den Hacken. Was passiert dann psychologisch? Fehlt dann so eine Art von Demut? Also kommt dann auch eine ganz klare Selbstständigkeit. Also die wird ja quasi jegliche Selbstständigkeit genommen, weil alles gemacht wird. Ne? Aber auch der Hunger. Die Frage ist, der Hunger nach Erfolg, besser zu werden. Okay. Aber wieso? Ich weiß ja gar nicht, ob ich hungrig sein kann, weil ich nicht weiß, was kommt. Ich weiß überhaupt nicht, inwiefern ich damit in Berührung komme, weil alle anderen das managen. Also was ist mit mir? Es geht um mich. Aber das ist doch auch nichts Neues. Nächstes Jahr jährt sich Rickenlupfen jetzt. 97, Champions League Finale. Lars Ricken als 18-Jähriger wird eingewechselt, schießt das Tor seines Lebens. Absoluter Hype. Der hat mal in einem Interview nach seiner Karriere gesagt, er hat mit 30 das erste Mal eine Busfahrkarte gekauft. Weil er einfach nicht wusste, weil ihm da auch schon alles abgenommen wurde. Ist ja auch nichts Neues. Also die Debatte ist ja mittlerweile auch schon ein Vierteljahrhundert alt. Ja, das ist ein sportliches Argument. Nicht, wir moralisieren jetzt hier hoffentlich nicht nur rum und sagen, das ist aber, läuft dann Persönlichkeit. Zumal ich vermute, dass das in anderen Ländern ja ähnlich läuft. Ja, du brauchst dann von den Spielern, du verlangst aber von diesen Spielern dann, dass sie auf dem Platz, das was Löw ja wollte, der Umbruch. Jetzt haben wir die Jungen hier, jetzt, die sollen Führungsqualitäten, die sollen führen und Entscheidungen treffen. Ein Spiel besteht aus 1000 Entscheidungen. Und die sollen jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn dir aber von klein auf abtrainiert wird, weil du in einem System funktionierst, plus du hast Nachwuchstrainer, der U15-Trainer möchte aber U17-Trainer werden. Der U17-Trainer möchte U19-Trainer werden. Wie machst du auf dich aufmerksam? Indem du wieder eine Meisterschaft holst. Und dann machst du Systemfußball. Das, was Scholl so mit Worten etwas rustikalerer Ausdrucksweise beschrieben hat. Beschreiben und darstellen wollte, dass du viel zu früh die Jungs und junge Mädchen und die Jungen in Systeme presst. Ja. Und danach kommen die zu den Großen und sollen plötzlich große Entscheidungen. Du sollst funktionieren. Das ist genau die Sache. Mal ganz kurz. Ja. Gosens ist gerade unter Stichwort Bodenständigkeit für mich sozusagen ein Synonym auch für Bescheidenheit gefallen. Müller, den wir gerade gesehen haben, hat, als das Achtelfinale mit Ach und Krach erreicht worden ist, sich bei Instagram zu Wort gemeldet. Und zwar so, wir hören mal kurz rein. Soll ich dazu was sagen? Ja. Darf ich noch einen Satz zu dem davor sagen? Also, ich maße mir nicht an, alles beurteilen zu können, was in unseren Nachwuchsleistungszentren passiert. Aber wenn wir von Persönlichkeitsentwicklung reden, wenn wir davon reden, dass junge Spieler etwas lernen sollen, sich weiterentwickeln sollen, dann müssen wir auch von Trainern reden. Denn wir können die besten Installationen der Welt haben, wir können die besten Trainingsprogramme der Welt haben. Am Ende des Tages bricht sich das runter, so wie bei Lehrern in der Schule, auch auf die Trainer, die mit denen zu tun haben. Dieses System von NLZs, verbunden mit einer Zertifizierung, wo du Pickel kriegst, wenn du 5, 6 Jahre im NLZ bist und hast 15 Zertifizierungen hinter dir, wo du mehr dokumentierst, als du trainierst, das hat auch dazu geführt, glaube ich, dass eine bestimmte Klientel von Trainern dort sind. Und ich
teilweise gar keine Ex-Profis mehr sehe. Früher hast du zu Ende gespielt, hast vielleicht noch parallel eine Mannschaft trainiert und dann ging es in den Trainerbereich. Ob das immer richtig und glücklich war, lassen wir mal dahingestellt. Ja. Aber ich habe das Gefühl, oder zumindest müssen wir uns fragen, ob wir nicht zu viele, zu junge Trainer im Jugendbereich haben, mit zu wenig Lebenserfahrung, mit zu wenig auch Erfahrung im Profibereich, sodass ich denen etwas mitgeben kann. Denn wenn Kinder und Jugendliche etwas lernen, dann muss ich auch irgendwie eine Art von Vaterfigur sein. Dann kann ich nicht einfach nur von Taktik reden und das nächste Spiel gewinnen. Nochmal zurück zu Thomas Müller. Mhm. Lukas, wenn man das sieht. Ja, du kannst nicht die ganze Zeit es abfeiern, dass es da Radio Müller auf dem Platz gibt und Antenne Bayern und er steht dort und zieht die Mannschaft mit, so als verlängerter Arm des Coaches. Und vor allen Dingen beschwörst du ja den Geist von Campo Bahia mit Campo Bavaria. Und das ist alles wichtig und dass eine Dynamik entsteht. Und dann wird so ein Instagram, also nochmal, das sind ja immer noch junge Männer. Auch genau. Thomas Müller ist erst Anfang 30, da ist ein Joe Spielerei, Kimmich, der ist Mitte 20. Ja. Es ist doch auch schön, da sind wir wieder bei der Frage, wollen wir jetzt Typen oder wollen wir keine Typen? Die machen halt, die sind ja auch erleichtert, dass sie nicht rausgeflogen sind. Und jetzt glaube ich auch sogar noch mit so einer ironischen Brechung, der Müller ist Profi genug, um zu wissen, dass er sowas sonst nicht auf Instagram posten kann. Also da würde ich wirklich so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil ich glaube, wenn man solche Spieler haben will, den mündigen Profi, auch den lustigen Typen und so, dann muss man das mitnehmen. Das ist ja eher ein Zeichen so, ey, wir sind immer noch locker genug. Hat natürlich dann immer einen Beigeschmack, wenn du danach rausfliegst. Aber so ist es immer mit der Deutung von solchen Szenen. Der Abgrund lauert. Ich stelle mir nur die Frage. Da will man ganz kurz zu Jogi Löw noch mal kommen. Ich würde gerne Marcel Reif noch mal fragen. 2018, haben wir da sozusagen die Sollbruchstelle verpasst? Ich meine, Jogi Löw hat ja unbestritten große Verdienste. Ne? Wenn du Weltmeister trainiert hast, dann ist das erstmal was. Wir kommen jetzt vom Rathaus, ne? Ja. Ja, klar. Schlimmste Fehler war, dass er weitermachen durfte. Das weißt du aber jetzt. Ich habe oft genug gesagt, wenn er die Kraft in sich noch spürt und wenn er einen Plan hat, dann finde ich, hat er es verdient, als Trainer, der die Mannschaft zum Weltmeistertitel geführt hat, das kannst du mir ja nicht wegnehmen, dass er das, was in 2018 in die Grütze gegangen ist, dass er das wieder repariert. Bei diesem Turnier hatte ich vor allem auch in diesem England-Spiel und auch in seiner ganzen taktischen Grund, seinen Überlegungen, das war alles eher defensiv und eher auf Schadensbegrenzung aus. Ich hatte das Gefühl, irgendwie durchwursteln, Viertelfinale, vielleicht mit viel Glück Halbfinale und dann komme ich hier sauber aus der Geschichte raus und meine Vita als Bundestrainer ist halbwegs gerettet. Warum? Dieses werfe ich eben, ehrlich gesagt, vor. Und ich finde, er hat aus dieser Mannschaft, und da gab es Schwachstellen, es gab Dinge, die nicht funktionieren, Spieler, die auch nicht in der Form waren, Gnabry, Sané. Dennoch, man hätte mehr aus dieser Sache machen können. Und das war mir nicht nur mutlos, sondern das war eher auf Schadensbegrenzung und mal gucken, vielleicht können wir uns irgendwie durchwurschteln. Warum macht man das? Also warum, was ist da sozusagen die psychologische Motivation dahinter? Das ist Küchenpsychologie, aber ich probiere es halt, ja, weil er auch, glaube ich, halbwegs sauber rauskommen wollte aus der Sache. Mich hat die Pressekonferenz danach, als er sich verabschiedet hat, maßlos gestört. Nicht ein Halbsatz, ich hätte vielleicht, ja, möglicherweise hätten wir was anders machen können, sondern nicht ein Wort von Selbstkritik und von, was ist, ja, ich habe Fehler gemacht, jeder Mensch macht Fehler. Solche Floskeln, aber es war nichts dabei an Aufarbeitung. Und das hat mich, auch das hat mich enttäuscht, neben den Themen heute, hat mich das sehr enttäuscht. Und ja, im Nachhinein, jetzt sage ich, man hätte 2018 dann einen Schnitt machen sollen und einen wirklichen Neuanfang, auch personell, starten müssen. Lukas Vogelsang sagt über dieses Englandspiel, das ist ein Sinnbild dieser finalen Ära Löw, ein großes Gemälde dessen, was alles schiefgelaufen ist in den letzten 3 bis 5 Jahren. Ja, er ist vor allen Dingen in seinem eigenen Starrsinn erstarrt. Also wir haben ihm das immer noch als letzte Kraftanstrengung, als Chuzpe ausgelegt. Das ist ja auch dieser Starrsinn als Charakterfestigkeit. Ich halte an meinen Idealen als Coach auch fest. Und er hat uns aber enttäuscht. Also ich argumentiere jetzt nicht als Journalist, sondern aus der Fanseele. Wir haben ihm das ja noch mal abgenommen. Wir haben gesagt, okay, wir gehen noch mal in dieses Turnier mit unserem Yogi, mit dem wir 2014 bis nach Rio gegangen sind. Der will noch mal, der kann noch mal. Und da wurden wir bitter enttäuscht. Ich glaube aber,
dass das entscheidende Jahr für Jogi Löw nicht 2018 war, der Misserfolg, sondern 2017 im Erfolg. Oliver Bierhoff hat mal gesagt, im Erfolg macht man die größten Fehler. 2017, wir erinnern uns, war das Jahr des Confed Cups und der U21-Europameisterschaft. Beide Turniere wurden gewonnen. Löw hat mit einer, sehr lässig, genau, ne? Löw hat mit einer 1B oder 1B-Nationalmannschaft den Titel beim Confed Cup geholt. Und danach hat die Bild-Zeitung getitelt, jetzt können wir mit drei Mannschaften nach Russland fahren. Drei Mannschaften, das implizierte das ja, mit denen wir Weltmeister werden können. Am Ende hatten wir nicht eine Mannschaft, die es über die Vorrunde hinaus geschafft hat. Und deswegen glaube ich, dass 2017 am Ende, das ist jetzt 4 Jahre her, einen ähnlichen Effekt hatte wie 96 auf 2000, als wir uns im Rumpelfußball wiedergefunden haben nach 96, wo wir nochmal Europameister geworden sind und dachten, mit den deutschen Tugenden sind wir auf Jahre hinaus weiter unbesiegbar. Das war nicht der Fall und so war 2017 das schwerste Jahr für mich in der Ära Löw, weil es gezeigt hat. Nach jedem Titel so, ne? Oder? Ja, aber das 2017 hat gezeigt, mit Löw geht's ja noch. Das hat ihm noch mal so eine zweite Lust verschafft oder eine dritte. Und das war wirklich das schwerwiegendste Jahr für die Nationalmannschaft, weil man dachte, er kann es ja noch. Unter Druck kann er das weiter gut durchcoachen. Wie sieht Tabea das? Also diese Erzählung, da gibt es diese deutsche Mannschaft und die ist eigentlich potenziell immer ein Titelaspirant. Kann man das so noch aufrechterhalten? Nein, wenn man das so sieht? Das ist nämlich genau der Fehler, den wir machen. Wir sehen uns immer noch als Weltklasse-Nation. Die sind wir so aber nicht mehr. Und dementsprechend, wenn du als... Oder die anderen sind es auch. Vielleicht oder so die, genau. Also ich sag mal, die Leistungsdichte ist viel geringer geworden und wir sind nicht mehr der Vorrenner, der Vorzeiger. Und die Sache ist ja auch so, wenn du erfolgreich jetzt als Mannschaft, ich sehe die Mannschaft immer groß, da sind die Spieler, die Staff, das Staff-Team und der Coach, alle zusammen, wenn du einmal ein erfolgreiches Jahr hattest, einen Titel gewonnen hast, das musst du erstmal bestätigen. Mhm.